أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wir werden weitermachen heute im Bab Az-Zakah, in Kapitel Az-Zakah, liebe Geschwister, der heutige Unterricht und der nächste Unterricht, und dann beenden wir dieses Kapitel bi'idhnillah ta'ala. Wir haben schon einige Dinge erklärt über die Zakah. Wo ist der Beweis, dass 2,5% entrichtet werden müssen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und Hadith ist von Ali radiallahu anhu, er sagte, قال النبي sallallahu alaihi wa sallam, إذا كانت 200 dirham ففيها 5 دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك. Wenn es 200 Dirham sind, Dirham ist natürlich eine Währung, die in der damaligen Zeit genutzt wurde, die in der damaligen Zeit gegeben war, liebe Geschwister. So sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wenn es 200 Dirham sind, dann werden davon 5 Dirham zur Abgabe verpflichtet. Bedeutet Zakat. Und wenn es mehr als dieses ist, dann verfährt man nach dieser Regel. Natürlich 5 Dirham von 200 Dirham, was ist das für ein Prozentteil? 2,5%. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns auch gleich die allgemeingültige Regel gegeben. Wenn es mehr sind als dieses, dann verfährt man nach dieser Regel. Also haben wir eine Regel, dass wir wissen, 2,5% ist der Prozentteil, von dem man die Zakat bezahlt. Natürlich die Zakat keine Kleinigkeit, liebe Geschwister, sondern das ist eine Säule von den Säulen des Islam. Al-Hukum haben wir gesprochen. Derjenige, der die Zakat nicht entrichtet, während er aber an dessen Verpflichtung glaubt, was ist sein Urteil? Ein Fasik. Derjenige aber, der die Zakat nicht bestätigt, erleugnet sie, dieser ist ein Kafir mit Ijma' aller Gelehrten. Deswegen soll man auf diesen Unterschied achten, liebe Geschwister. Natürlich, viele werden fragen, ich habe Gold, ich besitze Gold. Ab wann muss ich hier die Zakat entrichten für das Gold? Wir haben diesen Grammsatz auch schon genannt. Wie viel Gramm Gold sind nötig, damit dieser Nisab bedeutet der Wert, der obligatorisch ist, erreicht wird. Wie hoch muss er sein beim Gold? 85 Gramm. Richtig. Und beim Silber? Beim Silber? Nein, Gold ist ja nicht wie Silber. Silber ist natürlich viel weniger im Wert als Gold. Weiß das jemand? 595 Gramm. 595 Gramm Silber, ab diesem Nisab nochmal, bedeutet der Wert, der erreicht wird, ab da ist die Zakat verpflichtend. Ab diesem Wert muss man die Zakat entrichten, liebe Geschwister. Und hier soll man aufpassen. Natürlich, die Goldpreise, wir haben auch das letzte Mal darüber geredet, sie variieren von Zeitalter zu Zeitalter. Wir können den Goldpreis jetzt nicht mit dem Goldpreis vor 500 Jahren vergleichen oder vor 1000 Jahren. Die Leute, sie haben ein entsprechendes Bedürfnis, was sie erfüllen müssen. Wenn du jemandem die Zakat gibst, was ist der Sinn, dass du jemandem die Zakat gibst? Dass er mit diesem Geld einige Tage über die Runden kommt, er und seine Familie, sag. Das heißt, dann musst du auch die Wirtschaftslage betrachten. Ja, stell dir vor, damals Gold hatte vielleicht 30 Cent an Wert. Was macht er heute mit 30 Cent? Was soll er damit kaufen? Deswegen, das ist angepasst an die jeweilige Zeit. Aber man braucht nicht die Spitze nach oben und man muss auch nicht die Untertreibung nach unten nehmen. Natürlich werden Leute uns fragen, ab wie viel Euro bin ich verpflichtet zu bezahlen, bin ich verpflichtet, die Zakat zu entrichten. Das ist ja nicht so leicht, das zu sagen, weil das mit dem Goldpreis zusammenhängt. Wenn wir sagen, 85 Gramm Gold, ab diesem Nisab,
bist du verpflichtet, die Zakat zu bezahlen. Wir wissen, momentan sind wir in einer Lage, wo der Goldpreis relativ hoch ist. Er war schon höher, aber er ist relativ hoch, immer noch hoch. Wenn du vergleichst vor 5 Jahren, so hat sich der Wert vervielfacht. Das haben nicht mal Aktien gemacht. Seid ihr jetzt traurig, dass ihr nicht in Gold investiert habt? Ich gebe euch einen Tipp. Investiert in diese Aktie Jannah Stock. Jannah Stock steigt immer in gute Hasanat. Wenn ihr darin investiert, inshallah, werdet ihr nicht enttäuscht werden. Natürlich, der Goldpreis ist relativ hoch momentan. Und wenn wir jetzt vor einigen Monaten den Goldpreis ausgerechnet hätten, dann hättest du vielleicht 5.000 Euro gebraucht, um ab da erst die Zakat zu bezahlen. Denn wie viele Leute haben 5.000 Euro? Das bedeutet, kommen die Leute, die Zakat bekommen, besser weg oder schlechter weg? Schlechter weg, weil weniger Leute Zakat bezahlen. Weniger Leute zahlen Zakat. Deswegen, liebe Geschwister, der Goldpreis ist nicht immer gleich und er variiert von Zeitalter zu Zeitalter. Deswegen soll man einen Durchschnitt nehmen und man soll errechnen, was die Leute in der heutigen Zeit auch brauchen, damit sie die Bedürfnisse erfüllt bekommen, die sie auch haben in diesem Zeitalter. Na, das ist die erste Bedingung, dass 2,5% erreicht werden müssen. Nochmal, beim Gold ab wie viel Gramm? 85 Gramm und Silber ab? Na? 595 Gramm. Erste Bedingung. Zweite Bedingung, es verweilt ein Jahr das Geld, das Gold, das Silber verweilt ein Jahr bei einer Person, bis er darauf die Zakat entrichten muss. So sagt Aisha radiallahu anha wa ardaha, Sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yaqul, La zakata fi malin hatta yahul alaihi al-hawl. Es gibt keine Zakat im Geld, bedeutet für das Geld, was man entrichten muss, wenn nicht ein Jahr, bedeutet volles Jahr, nach Hijri-Kalender oder nach Kuffar, nach dem Hijri-Kalender. Es gibt kein Zakat für das Vermögen, wenn nicht ein volles Jahr erreicht wurde. Wichtiger Hadith. Überlieferung ist bei Ibn Majah und Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala sagt in Irwa al-Ghalil, dass diese Überlieferung authentisch ist. Bedeutet, wenn man erspartes Geld, welches noch nicht ein Jahr gelegen hat, auch wenn es den Wert erreicht hat, wenn man erspartes Geld, welches noch nicht ein Jahr gelegen hat, auch wenn es den Nisab erreicht hat, verliert, ausgibt, weniger wird, so braucht man darauf keine Zakat zu entrichten, wenn man das volle Jahr noch nicht erreicht hat. Mefhum? Eine Person hatte den Nisab erreicht, in der Hälfte des Jahres. Er hat 5.000 Euro besessen. Tayyib. Danach kam eine deftige Rückzahlung für ihn. Er musste eine Betriebskostenrechnung in Höhe von 4.999 Euro bezahlen. Also bleibt ihm was? 1 Euro. Frage, obwohl das Geld 6 Monate bei ihm gelegen hat, muss er hier auf die Zakat bezahlen? Antwort, welche Bedingung ist hier nicht erfüllt? Na, dass es nicht ein Jahr gelegen hat. Deswegen sagt Al-Bahuti, Rahimullah ta'ala, وَمَتَى نَقَصَ النِّصَابِ فِي بَعْدِ الْحَوْلِ انْقَطَعَ لِأَنَّ وُجُودَ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ شَرْطٌ للوجوب. Sehr schöner Satz. Er sagt, wann auch immer der Nisab weniger wird, bedeutet der Wert. Wir haben ein Beispiel gegeben, zum Beispiel die 5.000 Euro. Wenn sie weniger werden innerhalb eines Jahres, was ja auch die Basis ist, dann muss darauf keine Zakat bezahlt werden, denn, wie der Gelehrte hier, Rahmatullah Ali, sagte, eine Bedingung dafür, dass du die Zakat entrichtest, ist, dass du das ganze Jahr erreicht hast. Mohammed, kannst du bitte mit ihm reden, weil er läuft die ganze Zeit. Also bei mir hätte er... Muss ja nicht alles ausplotten.
Das bedeutet, nochmal, das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, wie Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sagt, liebe Geschwister, dass wenn das Geld weniger wird, obwohl es das ganze volle Jahr noch nicht erreicht hat, dass man darauf keine Zakat bezahlt. Fragen erstmal hierzu. Eine Person, er hat noch nicht den Nisab erreicht, aber er spart Geld. Manchmal kann er mehr, manchmal kann er weniger sparen. Wenn er jetzt noch nicht den Nisab erreicht hat, ist die Sache sowieso für ihn noch nicht verpflichtet. Aber wenn er jetzt zum Beispiel 300 Euro zur Seite tut, dann 200 Euro, 500 Euro, wie errechnet er das hier? Er braucht hier noch gar nichts zu errechnen. Denn ausschlaggebend wird die Sache erst, wenn er was erreicht hat, den Nisab. Wie will er das sonst machen? Ich stelle euch vor, dann habe ich nach einem Monat 300 Euro, nach 5 Monaten 700 Euro, nach 10 Monaten 1200 Euro. Alles noch nicht zakatpflichtig. Erst tatsächlich, wenn du den Nisab erreichst, wenn wir bei 1700 Euro bleiben, ab da fängt dein Hijri-Jahr, dein Jahr nach islamischem Kalender, zum Beispiel du sagst 1. von Muharram, an. Und das geht ein Jahr nach Hijri-Kalender. Und es ist verboten im Islam, die Zakat über dieses Datum hinaus zu schieben, wenn es keinen legitimen islamischen Grund gibt. Verboten. Warum? Weil es Leute gibt, die in der Verantwortung stehen. Du bist das, weil du Geld besitzt. وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Und die von dem spenden, was wir ihnen gegeben haben. Du bist in der Verpflichtung, du musst den Armen, Bedürftigen und so weiter helfen, du bist ihnen gegenüber in der Verpflichtung. Und bitte, ein Fehler, der von vielen Muslimen gemacht wird, sie sagen, ich hebe mir das auf bis zum Ramadan, dann zahle ich meine Zakat. Natürlich im Monat Ramadan sind die Taten sehr gesegnet und man wird sehr viel Lohn bekommen. Hammer. Ja, gut. Wenn wir alle warten bis Ramadan und dann erst geben wir den Armen. Das heißt, die Armen bleiben arm bis Ramadan, alle. Und dann geben wir ihnen zu essen, mashallah. Und dann, dafür essen sie vierfach im Monat Ramadan. Und im ganzen Jahr essen sie nichts. Wenn wir nicht verschiedene Zeitpunkte hätten, dann würden die Armen auch nicht ständig versorgt werden. Mafhum? Also es ist katastrophal, was manche machen. Es geht doch nicht nach dir. Es geht nach den Armen. Und wenn der Nisab erreicht ist, ist er erreicht. Dann darfst du den Zeitpunkt nicht hinauszögern. Ab da musst du dein Jahr berechnen. Und das ist kein Spiel. Man soll darauf aufpassen, weil das ist eine Grundsäule, eine von den Säulen des Islam, liebe Geschwister, dass man genau versteht, wann man wie viel von diesem Nisab abgibt. Nochmal 2,5%, wir haben gesagt, bei ungefähr 1700 Euro, wie viel sind 2,5% von 1700 Euro? Das sind ungefähr, wer ist Mathematiker hier? Tja. 40 Euro. Circa 40 Euro. Ja, okay. Und dann hast du noch 1660 Euro, du Ärmster. Manche Leute wegen diesem kleinen Betrag erfüllen sie ihre Pflicht nicht. Und der Ärmste weiß nicht, dass ab diesem Zeitpunkt, wo er seine Pflicht nicht erfüllt, sein Geld nicht mehr gesegnet ist. Weil das für dich eine Pflicht ist, diese Zakat zu entrichten. Na, mafhum? Tfadal. Und was er aber sein Geld nicht spart in diesem Jahr und er es ausgibt, die im Monat war das? Du bringst mich auf eine andere Idee. Dann gibt es noch ein paar Spezialisten unter den Muslimen. Der hat ein Vermögen, zum Beispiel 100.000 Euro. Ein Tag bevor das Jahr um ist, was macht der? Der investiert das Geld. Der sagt, ich hab's nicht mehr. Warum? Damit er was nicht bezahlt? Damit er die Zakat nicht bezahlt. Wen versucht er zu betrügen? Allah, aber er betrügt nur sich selbst. Schaut mal, subhanallah al-azim. Hört mal diese Ayah. وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Und mit dem, womit wir sie versorgt haben. Wer hat dich versorgt mit diesem Geld? Und demjenigen, der
dich damit versorgt hat, versuchst du noch zu betrügen? Das ist sehr schlimm. Leider gibt es diese Leute, aber man soll aufpassen. Man soll aufpassen, liebe Geschwister, dass man nicht ungerecht wird hier, denn dieses ist eine Säule vom Islam. Wenn eine Person, wie wir das gesagt haben, wir haben ja die Regel gesagt, wenn einer auch zum Beispiel 100.000 Euro besitzen würde, aber während des Jahres gibt er das Geld aus, hat er dann noch etwas Zakat-pflichtiges? Antwort? Nein. Das konnte aber jeder machen, so zum Beispiel so austricksen, sozusagen. Zum Beispiel, jetzt habe ich Geld, ich gebe jetzt alles aus. Wir reden nicht über Tricksen, nachher. Nein, es gibt Leute, die müssen Rechnungen bezahlen, die sie nicht erwartet haben. Diese Religion des Islam hat dich nicht zu etwas verpflichtet, was du nicht erfüllen kannst. Deswegen diese zwei Bedingungen. Wenn du das Geld brauchst anderweitig, dann bist du nicht verpflichtet, Zakat zu bezahlen. Diese Zakat ist für Leute, die es haben. Und in der Tat gibt es viele Leute, die haben das Geld und es liegt bei ihnen ein Jahr. Wir reden über diese Leute. Wir reden nicht über diejenigen, die hätten darauf die Zakat bezahlt, wenn diese Bedingungen auch erfüllt worden wären. Aber es kamen Umstände, mit denen sie nicht gerechnet haben. Das ist nicht in deiner Hand, Achilke. Na, wallahu ta'ala ala wa'ala. Die Schwester fragt hier, das ist über Wudu. Ich habe 5000 Euro und innerhalb eines Jahres nimmt es lediglich um 50 Euro ab, also ist der neue Betrag 4950, muss ich die Zakat bezahlen, obwohl der Betrag. Das haben wir ja gerade gesagt. Nochmal. Ich erkläre das nochmal. Wir haben einen Betrag. So. Jetzt weißt du, du hast zum Beispiel die und die Kosten. Jetzt ziehst du alles ab von den Kosten, die du hast. Zum Beispiel, ich besitze 5000 Euro. Ich weiß, ich muss jeden Monat zum Beispiel 50 Euro hier und da bezahlen. Dann ziehst du das für ein Jahr ab, weil du für ein Jahr auch diese 50 Euro bezahlen musst. Also bleiben dir zum Beispiel 4000 Euro übrig. Dann zahlst du auf diese 4000 Euro die Zakat. Mafum? Jeder weiß doch, welche Kosten auf ihn zukommen. Außer das, was jetzt plötzlich aufgetreten ist. Aber allgemein weiß man, wie die Kostenlage ist. Das zieht man ab von diesem Betrag. Und das, was übrig bleibt von diesem Betrag, darauf zahlt man die Zakat. Wallahu ta'ala ala wa ta'ala. Na? Nochmal zurück, also habe ich es jetzt nicht verstanden, Silber wird dann einfach mitgerechnet zum Gold, liegt nicht nochmal ein Jahr zusätzlich. Ja, man rechnet die verschiedenen, auch jetzt ein Mann und eine Frau. Er hat Geld, sie hat Gold. Er hat Geld, sie hat Gold. Na, dann rechnet man diese Dinge zusammen. Man kann das kalkulieren. Und wenn man das in Geld bezahlt, zum Beispiel, sie hat Gold und sie hat Silber, sie hat Juwelen, all das, was der Mann ihr geschenkt hat, weil er dachte, alles wird gut laufen, dann rechnet sie den Wert von diesen Sachen, zum Beispiel sind das 10.000 Euro. Und der Mann hat auch nochmal 7.000 Euro. Dann rechnet man diesen Wert zusammen, 17.000 Euro, und er rechnet davon diese Zakat. Okay? So einfach ist das. Na, verdammt. Stichtag darf man nicht rauszögern. Richtig, nicht ohne islamischen Grund. Darf man den Stichpunkt vorverlegen? Du kannst die Zakat 2 Jahre im Voraus zahlen. Und ich ermutige meine Brüder und bitte darum, dass sie das vielleicht realisieren können, dass man dieses tut für Syrien. Dass man dieses tut für Syrien. Derjenige, der die Zakat zu entrichten hat, er kann gerne auf mich zukommen, denn ihr wisst alle selber, wie die Lage dort drüben ist, natürlich nicht nur in Syrien, wir sammeln für verschiedene Projekte, aber in Syrien jetzt besonders, weil ihr wisst, der Winter ist härter, als die Leute damit gerechnet haben und viele sind schon mittlerweile erfroren. Möge Allah Azza wa Jal ihre Seelen nur dann annehmen, wenn er mit ihnen zufrieden ist. Und das ist das Problem, was wir heute haben. Deswegen diejenigen, die Zakat entrichten müssen, können gerne auf mich zukommen. Na. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك